dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Die beiden müssten sich kennen. Wie gesagt, ich glaube, Magic hat öfter einen Lele-Tag getragen, wenn Lele im Chat war oder sowas. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, it's all best of five. It's all best of five. Und legen wir los. Das ist, glaube ich, auch sogar der Bruder von Nixdred. Ah, das ist der Bruder von Nixdred. Ja. Stimmt, da stand auch Lamon. Stand da auch, ja, stimmt. Die heißen beide Lamon. Und solange das nicht das Müller von Italien ist, kann man davon ausgehen, dass sie vielleicht sogar in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen. Ja. Sehr richtig. Lamon Emanuel. Emmanuel Lamon klingt ein bisschen wie Emmanuel Macron. Ja. Du bist eigentlich schön, Emmanuel. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Den ersten Stock konnte Nixdred auf jeden Fall relativ, Nixdred Magic auf jeden Fall relativ unproblematisch ziehen. Oh, und da hat er die Opportunity für einen Shine Spike gehabt und nimmt diesen Shine Spike, aber kriegt er nicht ganz, weil Pikachu's Recovery ist natürlich, wie wir wissen, irrsinnig. Ich glaube, wenn Pikachu ein bisschen langsamer fallen würde, wäre er noch krasser im Recovern. So Smash 64 mäßig. Oh, mit der Back Air, mit dem Pizza. Oh mein Gott, der kriegt den Read mit der Down Air. Zwar immer noch ein ganz schöner Mountain to Climb hier mit 76%. Ich glaube, die nächste Upsmash könnte killen. Jetzt auf jeden Fall bei 95. Aber heiliger Bimbam, Mister. Ich glaube, das Headcount bei denen ist 3-1 für Lele. Oh, danke Haramboy für diesen Insight. Oh, der Wait. Das könnte eigentlich ein Edgeguard sein. Und der kriegt es nicht, der kriegt es nicht. Der wird geklippt von der ersten aktiven Phase von der Abi, die so einen kleinen Blitz macht, kaum Knockback, aber so viel Knockback, dass man aus der aktuellen Situation rausgehauen wird oder aus dem aktuellen Movement rausgehauen wird. Anders als beispielsweise die Laser von Fox, die das nicht machen. Die eben kein bisschen Knockback haben. Ja, geiles Set zum Start, Alter. Kann man gar nicht meckern. Das stimmt, Herr Rambo. Aber das ist halt richtig geil, dass sie nach Berlin gekommen sind, um gegeneinander zu spielen. Ja, ja. Aber es gibt ja noch ein Losers Bracket. Ja. Oh! Ich finde auch, at this point, ich finde es ein bisschen weird, von Regional Seeding zu reden, weil Magic ist ja auch schon seit 2 Monaten hier. Die haben jetzt schon seit mindestens 2 Monaten nicht gespielt, so, weißt du? Ich weiß nicht, ob die Netflix spielen. Ja, aber ich meine, gut. Wenn du mich fragst, ist Magic Berliner. Berliner. Hier ist es 3 Turniere. Ja, er hat auf jeden Fall schon 5 oder so. Ja. Mindestens. Er war jedes Mal fast dabei. Ne? Ja. Ich glaube, er hat gar kein einziges ausgesetzt, wenn mich nicht alles täuscht. Nixdred hat eins. Nixdred hat eins ausgesetzt, da kam er später, ja. Oh. Aber Magic hat das nicht nötig, der hat jetzt auch eine Wohnung gefunden. Ja, ich weiß. Oh, da kommt. Magic, hat er eine Wohnung? Magic meine ich, nicht Nixdred. Ich meine Magic. Nixdred weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Oh, ist das ein Gimp? Ah, er erwischt ihn mit der falschen Seite. Der ist nun mal hier rübergekommen. Und Lele auch hier, oder ist Lele nur mal rübergekommen? Ich glaube, der ist nur mal rübergekommen, da hat Jonas wahrscheinlich was Wahres gesagt. Also das wäre mir jetzt neu. Wenn der hier wohnt, dann erst seit ganz kurzem, weil er war noch auf keinem einzigen Jedo. Das hier ist sein erstes Jedo. Nee, der Magic hat einfach gesagt, wohne mal hier. Genau so. Oh, er hat genau so gesagt. Wohne mal hier, Atze. Oh. Die Get Up Attack. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, ist nicht der beste Move an der Stelle, um bei so hohen Prozenten zu punishen. Aber er kriegt einen Knockdown und kann dann den Get Up readen mit einer Up Smash. Beziehungsweise auf Reaction eine Up Smash verwandeln. Aber hier auch Up Throw Up Smash und es ist totgleich. Erstes Game direkt so ein knappes Ding. Meinst du, das wird ein 5-Game-Set, Alter? Lele ist ja supposedly der bessere Spieler, er führt 3-1, also in dem direkten Matchup ist er zumindest überlegen, wenn wir Haramboy Glauben schenken können, deswegen glaube ich, selbst wenn Magic das hier holt, schön. Aber das ist jetzt ja auch hier auch Berlin-Faktor. True, er hat den Atzen-Faktor 100%, darf man nicht vergessen. Oh, oh mein Gott! Und Magic wirklich mit den Eiern aus Stahl. An der Kanne geblieben. Na dann gucken wir mal. Ich glaube, es wird auf Final Destination gehen. Ja, und es ist natürlich die Chain Grabs. Die Chain Grabs für Pikachu gegen Spacey ist hier wirklich nicht zu verachten. Eine absolute Menace. Oh, ist das ein Gimp direkt? Nope. Okay, Magic kommt sogar auf die Stage. Oh, und fair to up smash und ist connected und killt direkt. Wow. 4% nur bekommen. Ja, es war die eine Up. Ja. Jetzt kriegt er einen Grab. Oh, der kriegt den Dashback nicht. Controller-Probleme. Anni, where you at? Das ist so geil, dass man hier jetzt so Games hat. Ja. Oh, Lele ist ein weiser Warter. Und da kommt... Oh mein Gott. Oh, und er versaut sich. Magic macht den Homie-Stock. Okay. Keine Liegestütze mehr. Keine Liegestütze mehr.
Auf der Stage eh sehr schwierig mit Fox-Liegestütze. Wobei, ich habe es gegen Dario mal geschafft mit Fox gegen seinen Pika. Aber ganz, ganz früher. Die beiden mit den Downhills immer. Ja. Ich meinte so, ja, das ist halt das beste Fieße Fing. Meinst du, die kennen sich? Ja, das ist Jan, bist du schon fertig? Dann müssen wir. Wir müssen. Ja. Lass mir das dann aber schon. Ich hab noch Sonnencreme mit dem Handy. Na klar, na klar. Bitte? Meinst du? Das hält natürlich den Stream ganz schön zurück. Nein, nein, nein. So zeitmäßig. Genau, der ist nach Hause gegangen. Und hier Lele kämpft sich langsam zurück in das Match. Die Frage ist, war dieser Homie-Stock von Nixdread zu viel des Guten? Ich meine, gerade auf FD weiß ich nicht, ob ich einen Homie-Stock geben würde, aber ganz ehrlich. Ja, ja, da war vorhin, also ich habe auch gesehen, dass er Licht an ist halt, ja. Er ist immer noch da. Wer ist denn da? Also Revi, Oh! Oh, und er dachte, er kriegt hier einen kleinen Gimp mit der Reverse-Abwehr, aber sie hat leider nicht so getroffen, wie er sich das vorgestellt hat. Wieder den Dashback nicht bekommen. Ich glaube, da hat wirklich Kontrollerprobleme, der Kollege. Vielleicht ist dann doch FOD besser? Weiß nicht. Aber wenn man nicht die Fangraps bekommt, ich glaube, jemand sollte mich ersetzen, denn ich muss jetzt spulen. Konsti, willst du? Ja, klar. Willst du deine eigene Leiche verstanden? Dann würde ich die schon mal das Grab meiner Gegner aufheben. Wahnsinn, mach das mal. Geh mal raus. Wie sieht Le Braquet aus? Le Braquet ist ganz schön knapp hier auf jeden Fall. Das ist ja spannend hier. Hi! Hallo, ich muss auch noch gegen den Gewinner von den beiden. Ja. Was? Den machst du so schlimm. Wichse oder gegen noch mehr Wichse? Echt, du musst gegen den Gewinner? Ich hoffe, ich muss nicht gegen den Typen spielen, der die Mütze aufhat. Das ist Lele. Das ist ja jetzt nichts mehr danach aus, ein kleines bisschen. Wie steht's? 1-1. Ich denke mal, Maxi hat da gewonnen. Ich warte auf Ufis gegen Anime Wright. Okay. So. Oh. So. Boah, was ist das? Wie ist bei dir ausgegangen? Keiner verloren. Keiner verloren? Okay. Gegen Maxi. Genau, immer wenn ihr fertig seid, immer am besten direkt herkommen. Genau. Pinkball hat auch schon eingetragen? Okay, das dann. So. Oh, fast. Ups. Maxi hat verloren. So, kann da unten schon einer spielen? Nee. Das ist halt noch alles. Okay. So, geht das nicht weg? Ja, das lebt. Das ist so lange, der. Ist noch Smash G mit meinem Namen. Ja, ja. Das ist immer noch shit. Hast du gehört, dass Metafy jetzt an einem Smash G Competitor arbeitet? Ah ja, das stand, das ist es wie. Ist der Turnierorganisator, der nichts sagt oder so? Nicht von Microsoft. Wahnsinn. Aber ist Metafy nicht auch irgendwie so eine Microsoft-Fan? Nee. Aber ich weiß nicht, ob das gut wird, weil das ist wirklich immer so was schwer zu machen. Vor allem mit so einer Prediction, wie das passiert. Ja. Ich denke auch, das wird genauso kacke am Ende. Eventuell sogar schlechter. Meinst du? Ja. Das ist wild. Weil, also Challenge war ja schon besser eigentlich. Das ist ja ziemlich crazy, wenn es noch schlechter wäre. Oh, Leo ist da. Wir könnten eigentlich Leo statt Andonis reinspeisen, oder? Oder wäre das cool? Weil Kurt Junge Höhe spielt schon. Wir können ja das hier zurücknehmen. Das ist okay. Ja. Du machst Play against Truth. Was? Oh, Maxi. Nixdread mit Truth. Maxi gegen Nixdread, wollt ihr nach aufs Spiel spielen? Oh.
Oh mein Gott! Oh! Yeah.